England, Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Nähe des Fischerdorfes Somerset finden Bauern einen bewusstlosen, unbekannten Mann. Dieser Mann trägt den ungewöhnlichen Namen Osias Midwinter. Der freundliche, hilfsbereite Alan Armadale nimmt sich des fremden Kranken mit persönlicher Teilnahme an. Wird er durchkommen? Osias kommt durch und die beiden jungen Männer werden schnell Freunde. Was Alan nicht ahnt, Osias aber weiß, sie beide verbindet die gemeinsame Vergangenheit ihrer Väter. Beide heißen sie in Wirklichkeit Alan Armadale. Ihre Väter waren erbitterte Feinde. Diese Feindschaft endete mit einem grausamen Mord, den Midwinters Vater an Alans Vater beging. Ich werde dich jetzt verlassen und die Tür verriegeln. Du wirst ertrinken. Nimm den Schmuck, nimm alles, was du willst. Aber lass mich leben. Niemals dürften sich die Söhne begegnen, hatte Midwinters Vater in seinem Testament beschworen. Der Zufall aber hat sie zusammengeführt. Eines Tages erscheint eine geheimnisvolle Frau im Dorf. Die Frau mit dem roten Schal. Es ist die schöne Lydia Gwilt, die als Kind in die Auseinandersetzung der Väter von Alan und Osias verwickelt war. Sie will aus ihrer Kenntnis der Ereignisse Kapital schlagen. Alan erbt das Landgut Thorpe Ambrose. Doch bevor er sich dort niederlässt, unternimmt er auf seiner selbstgebauten Yacht eine Seereise zur Insel Man. Mit Osias Midwinter und seinem väterlichen Freund Pfarrer Brock. Der Pfarrer ist voller Sorge, weil er nichts über die Person von Alans Freund Osias Midwinter weiß. Auf einem verfallenen Wrack, das die beiden besichtigen, erkennt Osias, wie bedrohlich die Vergangenheit zwischen ihm und Alan steht. Ein Traum, den Alan ihm erzählt, ist für ihn eine alarmierende Warnung vor sich selbst und vor einer Frau. Bin ich aufgewacht? Ich habe einen schauderhaften Blödsinn zusammengeträumt. Ich komme gar nicht los davon. Lydia Gwilt heckt gemeinsam mit ihrer zwielichtigen Freundin Maria Aldershaw einen Plan aus. Auch sie wird nach Thorpe Ambrose gehen in der Absicht, Alan zu erobern und damit an sein Geld zu kommen. Der Arzt Dr. Downward wird ihr Komplize. Bitte. Alan hat Osias gebeten, ihn als Verwalter auf sein Landgut zu begleiten. Gemeinsam fahren die beiden nach Thorpe Ambrose. Alan tritt sein Erbe an. Sie haben geläutet, Sir. Habe ich, mein Lieber. Wo ist Herr Midwinter? In seinem Büro, Sir. Aha. Hm. Gestatten Sie, Sir? Na, lassen Sie das. Ich krieg das schon hin. Oh, gewiss, Sir. Noch einen Wunsch, Sir? Ja. Müssen Sie eigentlich jeden Morgen diesen ganzen Kronenschatz auffahren lassen? Pardon, Sir. Also ich finde das ja sehr beruhigend, wenn sich ein paar Wertgegenstände im Haus befinden, die man zur Not versetzen kann. Aber muss ich Sie deshalb jeden Tag vor der Nase haben? Bisschen weniger in Zukunft, alter Junge. Hm?
finde dieses Versailles da nämlich wahnsinnig ungemütlich. Kapiert? Ich werde es veranlassen, Sir. Ich habe das jetzt übrigens schon zum dritten Mal moniert. Beim vierten Mal werde ich wahrscheinlich unangenehm. Gewiss, Sir. Es ist nur an dem, dass die Blanchard'schen Herrschaften... Ja. Ich weiß. Ehre ihrem Angedenken und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich heiße Alan Armadale. Vielleicht verbreiten Sie diese Kunde etwas nachdrücklicher im Haus, als das bisher geschehen ist. Jawohl, Sir. Hey! Kommen Sie mal schnell her. Wer ist das? Die Tochter von diesem Major aus dem Cottage, Sir. Milroy heißt er ja wohl. Ach, das ist Fräulein Milroy. Zum Frühstück. So habe ich mir das Landleben immer vorgestellt. Was meinen Sie, mein Lieber? Das Mädchen wohnt im Cottage, Sir, wie gesagt. Ja, sowas kann sich beim Mädchen leicht ändern. Besonders, wenn sie so hübsch sind. Tja, jedenfalls wird es sich nicht vermeiden lassen, dass ich mir schleunigst die Hosen anziehe. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen ein? Sie können doch da nicht einfach bums, bums Blumen pflücken. Und warum kann ich hier nicht Blumen pflücken? Rums, bums? Weil das zum Kuckuck nicht Ihr Garten ist, sondern Herrn Armadale seiner. Verschwinden Sie. Ich will Ihretwegen keine Ärger kriegen. Sie Grobian. Wenn Herr Armadale der Gentleman ist, für den ich ihn halte, dann werden Sie meinetwegen nur deshalb Ärger kriegen, weil Sie nicht zu mir gesagt haben, verehrtes Fräulein Milroy, der Garten steht zu Ihrer Verfügung und selbstverständlich können Sie jederzeit so viele Blumen pflücken, wie Sie Lust haben. Also mir bleibt die Luft weg. Also in diesem Fall kann man ja wirklich von einer Fügung des Himmels sprechen, dass ich zur Stelle bin. Und der jungen Dame, der entzückenden jungen Dame, das mitteilen kann, was Sie ihr ohne diese kleine Unpässlichkeit ihrer Atemwege zweifellos auch mitgeteilt hätten. Fräulein Milroy. Garten steht zu Ihrer Verfügung. Selbstverständlich können Sie jederzeit so viel Blumen pflücken, wie Sie Lust haben. Jawohl, Sir. Ich sehe mit Freuden, dass Sie wieder in Ordnung sind, mein Bester. Ich schlage also vor, dass wir uns alle wieder rums, bums unseren Pflichten zuwenden. Jawohl, Sir. Nichts für ungut, Fräulein. Milroy. Oh, jawohl, Sir. Fräulein Milroy. Adieu, guter Mann. Ich verzeihe Ihnen. Darf ich Sie jetzt bitten, mich auf einer Entdeckungsreise durch meinen Besitz zu begleiten? Ich weiß nicht, ob es schicklich ist, dass ich nach einer so kurzen Bekanntschaft bereits Ihren Arm nehme, Herr Armadale. Also ich versichere Ihnen, dass das unter diesen Umständen und bei dem schönen Wetter das Gescheiteste ist, was Sie tun können. Sie werden sehen, dass es sich um einen starken Arm handelt, dem Sie sich anvertrauen. Und ich hoffe, Sie werden auch bemerken, dass er zu einem ganz netten Burschen gehört. Wo sei es? Ich habe das entzückendste Mädchen von Norfolk kennengelernt.
Das ist mir Schnuppe. Hey! Ich tauge nicht zum Gutsverwalter. Ich hätte den Posten nie annehmen dürfen. Schau dir dieses Papierzeug an. Rechnungen, Pachtverträge, Pläne, Tabellen. Ich studiere es Tag und Nacht, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und ich verstehe immer weniger davon. Es ist zum Verzweifeln. Du musst Geduld haben, Alter. Wenn du dich erst mal richtig eingearbeitet hast, dann wird's schon gehen. Ich habe das Gefühl, es wird erst gehen, wenn ich selber gehe. Na, keine Angst, Ellen. Ich halte schon noch eine Weile durch. Da gibt es Schlimmeres, was mich zum Weglaufen veranlassen könnte. Was Schlimmeres? Komm mit, ich will dir was zeigen. Wohin gehen wir? Wart's ab. Kennst du das Zimmer? Ja, ja, sicher kenne ich's. Bin schon vor ein paar Tagen zufällig hier hereingeraten. Ich habe mir sagen lassen, dass meine Mutter bis zu meiner Geburt hier gelebt hat. Sie ist dann von Thorpe Ambrose fortgezogen. Irgendwelche Schwierigkeiten mit ihrem Vater, ihren Brüdern, ich weiß nicht weswegen. Sie hat eigentlich nie darüber gesprochen, ich habe sie auch nicht danach gefragt. Warum hast du mich hierher geführt? Warum? Siehst du denn nicht? Da. Statue auf der Säule. Und jetzt schau hinaus. Wie hieß es in deinem Traum? Durch das Fenster sah ich auf Rasenflächen und Blumenrabatten. Ach ja! Jetzt erinnere ich mich. Das ist allerdings eine seltsame Übereinstimmung. Besonders wenn man bedenkt, dass deine Mutter 2 Monate nach deiner Geburt das Gut für immer verlassen hat. Woher weißt du das so genau? Ich habe eine Eintragung von ihr gefunden, aus der das hervorgeht. Oder stimmt das nicht? Doch, doch. Das stimmt. Ja und? Was heißt und? Berührt dich das denn nicht? Dass du so wahr von einem Zimmer träumst, das du nie gesehen hast. Das kann doch kein Zufall sein. Was sonst? Solche Dinge passieren eben. Das ist doch Quatsch, da irgendetwas Geisterhaftes hineinzugeheimen ist. Nein. Das ist kein Zufall. Also schön, glaub, was du willst, aber mach mich nicht verrückt damit. Ich muss mich jetzt umziehen. Gedenke nämlich, den Milreuser einen offiziellen Besuch abzustatten. Verstehst? Ja, und damit du siehst, dass ich vielleicht ein Banause, aber sicher kein Unmensch bin, werde ich vorher noch bei meinem hiesigen Vermögensverwalter vorbeifahren und ein Rendezvous für dich vereinbaren. Vielleicht kennt Petgift und Sohn einen Mann, der dich einarbeiten kann. Einverstanden? Wo ich auch gehe und stehe. Überall verfolgt mich das Verbrechen meines Vaters. Wir werden ihn unseren alten Bashwood schicken, Herr Midwinter. Was denkst du, Junior? Ganz deiner Meinung, Papa. Felix Bashwood ist der richtige Mann. Eine wahre Kapazität in allen landwirtschaftlichen Fragen, Sir. Gut. Dann erwarte ich also Herrn Bashwood. Kapazität. Er weckt irgendwie die Vorstellung von einem besonderen Menschen in puncto Würde, Selbstgefühl, Selbstachtung etc. Bashwood entspricht er mit Bestimmtheit nicht. Ich glaube, das sagen zu sollen, um Ihnen mit wünschenswerter Geschwindigkeit über ein zweifelloses Befremden hinwegzuhelfen, das sich bei der Bekanntschaft mit unserem Manne einstellen wird. Ein Bild des Jammers, Sir.
Der alte Knabe hat eine Menge Pech im Leben gehabt, familiär, etc., etc. Fahren Sie ihm einfach über den Mund, wenn er Sie damit langweilen will. Übrigens stottert er ein bisschen und hat auch andere kleine Eigenheiten. Machen Sie sich nichts daraus, Sir. Davon einmal abgesehen, eine Kapazität und absolut vertrauenswürdig. Danke. Apropos, was ich noch sagen wollte. Herr Armadale hat kürzlich ein Fest des hiesigen Landadels besucht. Sie wissen das? Ja. Dann wissen Sie vielleicht auch, dass Herr Armadale dabei beklagenswerterweise Anstoß erregt hat. Nein, wodurch? Herr Armadale hat sich an diesem Abend wiederholt höchst abfällig gegen die Fuchsjagd ausgesprochen. Ich glaube, er sagte sogar, dass er es direkt närrisch fände, hinter einem armseligen, stinkigen Fuchs herzugaloppieren. Ich fürchte, das ist seine ehrliche Überzeugung, Sir. Das ist nicht das Problem, Sir. Was ich damit sagen will, ist, dass ich es ungemein bedauerlich fände, wenn durch Äußerung dieser Art in der öffentlichen Meinung ein Vorurteil gegen meinen geschätzten Klienten erzeugt würde, das sich irgendwann einmal nachteilig für ihn auswirken könnte. Erfahrungsgemäß passiert sowas dann immer im unpassendsten Moment, Sir. Hüpsch! Zur Gesundheit, Papa. Ihr Diener, Herr Midwinter. Sag mal, muss ich wirklich mit zu deinem Milroys? Ja, du musst. Bei meinem letzten Besuch hat der Major uns beide eingeladen. Hey. Kannst du nicht einfach sagen, ich sei plötzlich krank geworden oder sowas? Ellen, ich habe so ein Gefühl, dass die Angelegenheit schief geht. Du, immer mit deinem Gefühl. Die Milroys sind reizende Leute. Richtig nett. Das heißt, die Mama habe ich nicht gesehen. Die ist krank, weißt du? Aber sicher eine fabelhafte Frau. Und der Papa ist fantastisch. Seele von einem Menschen. Ein alter Krieger, so von echtem Schrot und Korn. Und dabei ein ingeniöser Mechaniker. Wieso Mechaniker? Wieso ingeniös? Er arbeitet an einer großartigen Uhr. Sein Modell ist die vom Straßburger Münster. Du, wenn du die siehst, fällst du um. Hast du sie schon gesehen? Nein, noch nicht. Komm. Wahrscheinlich wird er sie uns heute vorführen. Seit wann interessierst du dich für Uhren? Seit ich Nellie Milroy kennengelernt habe. Siehst du, das ist eben das Phänomenale an der Liebe. Man entwickelt neue Interessen, der Horizont erweitert sich, man wird reicher. Ich glaube, es ist doch besser, ich kehre um. Ach, nun fang mir schon wieder an. Ellen, ich kann nicht mit Leuten. Du wirst sehen, ich mache alles falsch. Ich schwitze jetzt schon Blut und Wasser. Ach, los. Unsinn. Komm schon. Komm, du Feigling. Du, übrigens, dass ich nicht vergesse, ich habe dem Major erzählt, dass du ein großer Liebhaber von Uhren bist. Was? Das hat ihn wahnsinnig gefreut. Nelly, was ist denn? Warum weint sie? Wegen der Gouvernante. Erst soll sie kommen, jetzt soll sie wieder nicht kommen. Wieso? Ich dachte, das wäre schon entschieden. Bei uns ist nie etwas entschieden, was entschieden ist. Ich sag Ihnen das. Ellige! Ja? Ist der Doktor gekommen? Nein, es ist nicht der Doktor, es ist Herr Armadale. Oh. Guten Tag, Frau Milroy. Wie reizend, dass Sie uns besuchen, Herr Armadale. Ja. Es tut mir leid, dass ich Sie nicht empfangen kann. Was ist denn mit der Gouvernante? Warum soll sie nicht kommen? Weil der Gnädigen plötzlich wieder einmal eingefallen ist, dass sie hübsch sein könnte. Warum darf sie denn nicht hübsch sein? Weil sie eifersüchtig ist. Sie glaubt, jedes Frauenzimmer hätte nichts anderes im Kopf, als ihr den Major wegzuschnappen. Vielleicht kommen wir doch lieber ein anderes Mal wieder hin. Warum denn? Wir sind eingeladen. Sie, mein Bester. Was kann ich für Sie tun? Entschuldigen Sie, Herr Major, aber Sie hatten mich und meinen Freund Midwinter
für heute eingeladen. Für heute? Ich hatte gedacht, für morgen oder was, vielleicht für übermorgen? Nein, nein, für heute. Ich bin ganz sicher. Ja, bestimmt haben Sie recht, mein Lieber. Ich bitte tausendmal um Vergebung. Wie heißt Ihr Freund? Ozias Midwinter, Sir. Ozias wie bitte? Midwinter, Sir. Sie wollten uns heute Ihre Uhr zeigen, Herr Major. Die Uhr, natürlich. Jetzt erinnere ich mich genau. Wenn Sie in meine Werkstatt kommen wollen, Nelly, Nelly, vielleicht wünschen die Herrschaften einen Tee. Aber nein, nein, Herr Major, keine Umstände. Wenn Sie mir bitte, bitte folgen wollen. Bitte. Sehr schön. Wirklich eine sehr schöne Uhr. Einzig. Ah, nicht übel, möchte ich behaupten. Vielleicht sogar etwas Besonderes schmeichle ich mir. Ich habe es mir allerdings auch nicht leicht gemacht. Ja, das Besondere braucht eben seine Zeit. Ja, ja. Sie gefällt Ihnen also? Ja, ganz ungemein, Herr Major, ja. Ganz ungemein. Oh, einen Augenblick, ich sehe da gerade. Das. Warum sagst du denn nicht auch etwas? Ich sage überhaupt nichts, dem kann ich sowieso nichts recht machen. Nelly, Sie haben Streit mit Ihrer Mama? Sie will, dass der Gouvernante abgesagt wird und dass ich in ein Internat komme. Was heißt in ein Internat? Weg von hier? Ja. Aber das dürfen Sie nicht. Sie können doch nicht einfach weggehen. Gerade jetzt. Ich meine, gerade jetzt, wo ich vielmehr, wo ich Sie... Ich will auch nicht weg. In ein Internat, das werde ich nicht zulassen. Verzeihung, Herr Major. So, ich habe das Glockenspiel wieder in Ordnung gebracht. Ich hoffe, es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem des Straßburger Münsters. Und jetzt, jetzt passen Sie auf, mein Bester. Köstlich, nicht wahr? Ja, köstlich, Herr Major. Aber wenn ich mir eine Frage... Ihnen gefällt meine Uhr also nicht? Doch, doch, Herr Major. Sie brauchen mit Ihrem Urteil nicht hinterm Berge zu halten. Herr Armadil hat mir erzählt, Sie interessierten sich für Uhren. Ich... Nun, ich warte, Sir. Mein Herr, Ihr Mangel an Courage ist geradezu beklemmend. So, und jetzt... werde ich Ihnen zeigen, wie ich mein Werk zu krönen gedenke. Ja, Entschuldigung, Herr Major, aber ich, wenn ich mir eine Frage erlauben darf, ich muss wissen, kommt Fräulein Nelly wirklich in ein Internat? Nichts da, Internat! Sie bekommt eine Gouvernante und damit basta. Die Person heißt Gwitt. Ich habe ihr heute früh zugesagt, nächste Woche tritt sie ihren Dienst an. So, meine Herren, und das sind Soldaten meines alten Regiments. Ich werde sie in Metall gießen lassen. Schlag 12 werden sie einmal dort oben über dem Zifferblatt zur Wache paradieren. Jam, ja, ja, da, ja, da, 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 da. Bitte, Herr Armadil, in welcher Beziehung steht dieser Mensch zu Ihnen? Er ist mein Freund. Sie werden ihn mögen, wenn Sie ihn besser kennen. Bestimmt.
Armadel, wir danken Ihnen für Ihren Besuch. Nun, eine ziemlich aufwendige Garderobe für eine Gouvernantin. Aber schön. Und teuer. Wer etwas gewinnen will, muss auch etwas investieren. Bisher investiere nur ich. Der Goldesel Armadale ist den Einsatz wert. Denke daran, wenn du in Thorpe Ambrose bist. Was ist los mit dir? Zweifelst du plötzlich an mir? Würde ich dich finanzieren, wenn ich das täte? Ich habe das Herrenhaus gesehen. Es ist ein wunderbarer Besitz. Seitdem ich dort bin, kann ich an nichts anderes mehr denken. Dort zu wohnen, dort zu leben und sich sagen zu können, dies alles gehört uns. Du warst dort? Ja. Und warum? Es ist ein großer Genuss, seine Beute zu sehen. Nur darum, Maria? Nein, nicht nur darum. Ich habe mir ein Zimmer in dem Ort in einem Gasthof gemietet. Du hast dir ein Zimmer gemietet? Mhm. Warum? Soll ich überwacht werden? Natürlich nicht. Nur um dir gelegentlich nahe zu sein, für alle Fälle. Du traust mir nicht. Ich will auf dem Laufenden bleiben. Natürlich könntest du mir schreiben, aber ich bin gegen Briefe. Man liest sie, man verlegt sie, sie kommen in unrechte Hände. Nicht gut. Außerdem könnte es sein, dass du mich brauchst. Ein Gespräch, ein Rat, eine Hilfe. Deshalb das Zimmer. Wenn du deinen freien Tag hast, könnten wir uns ungestört treffen. Einen Augenblick habe ich geglaubt, du wolltest ganz übersiedeln. Und die Mädchen hier machen, was sie wollen. Nein, 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 nein. Ich komme nur hin und wieder, besuchsweise. Wie eine gute Tante oder eine Gläubigerin. Was für zauberhafte Sachen. Ach, warum hat der garstige Vater überm Sternenzelt bloß keine Frau aus mir gemacht? Ich wäre ein verheerendes Weib geworden. Tja, ein Schatten fällt auf jedes Glück. Wie geht's der Kleinen, Doktor? Ich habe ihr etwas wehtun müssen, aber sie war tapfer. In 14 Tagen kann sie wieder arbeiten. Hoffentlich. Wann werden Sie uns verlassen? Verführerische Gouvernante. Am Montag, Dr. Downwood. Ich werde Sie vermissen. Mal her. Los, los, kommen Sie her. Guten Abend, mein Herr. Ergebens guten Abend. Warum treiben Sie sich hier herum? Ich bitte höflichst um Verzeihung, mein Herr. Vielmals um Verzeihung. Ich habe nur ein bisschen frische Luft geschöpft. Ich bin sozusagen auf dem Weg ins Bett, wenn Sie erlauben. Und wer sind Sie, alter Freund? Kann mich nicht erinnern, Sie schon mal hier gesehen zu haben. Felix Bashwood, mein Name. Bashwood, von der Firma Pettgift und Sohn, mit Ihrer Erlaubnis. Ah, jetzt weiß ich. Sie arbeiten mit meinem Freund Midwinter. Ja, ich bin so frei. Habe es bis eben getan. Na, setzen Sie Ihren Hut wieder auf. Hallo, setzen Sie ihn auf. Wo können Sie sonst noch? Gute Nacht. Zu gütig, mein Herr. Zu gütig. Vielen Dank. Gute Nacht. Ach, du bist's. Du, ich habe eben gerade deinen Meister Bashwood getroffen. Ist ja die reinste Vogelscheuche. Taugt der was? Sehr viel sogar. Komm, leg die Feder mal weg.
Ich habe eine gute Neuigkeit. Na? Die Panne beim Major ist ausgebügelt. Was sagst du jetzt? Kann's nicht glauben. Ich habe mich unmöglich benommen. Alles vergeben und vergessen. Ehrlich. Wie hast du denn das gemacht? Ich habe dem Major Nelly erzählt, du hättest unlängst ein schweres Nervenfieber überstanden. Schwierige Rekonvaleszenz, Lebensgefahr und so weiter und so weiter. Al, das ist doch gelogen. Wieso? Warst doch krank, als ich dich kennengelernt habe. Und wenn ich gelogen habe, dann war es zu deinem Besten. Zu meinem Besten. Und zum Besten meiner, sagen wir, meiner Braut und meines Schwiegervaters ins B. Was du willst? Ja, exakt. Vor dir steht ein junger Mann, der eine junge Dame betreffend entschieden seriöse Absichten hat. Dann wünsche ich dir Glück. Ja, ja, ich weiß nur, die Sache hat einen Haken. Ich muss es Nelly erst beibringen. Weißt du, wie man sich hierzulande stilvoll verlobt? Da bin ich überfragt. Der junge Petgift meint, in ländlichen Gegenden wäre ein Picknick die klassische Form. Dann würde ich schleunigst eines veranstalten. Ja, ja, ich glaube, das werde ich auch tun. Du und Petgift, ihr müsst mit von der Partie sein. Natürlich auch die neue Gouvernante. Ich habe auch schon ein äußerst stimmungsvolles Plätzchen im Auge, an einem von unseren Seen. Earl Mir heißt es. Der junge Petgift behauptet, er hält den lokalen Rekord an erfolgreichen Verlobungen. Alan, sei gescheit und lass mich aus der Sache raus. Eine Verlobung ist sowieso schon schwierig genug. Was? Ich soll an einem solchen Tag ohne den Beistand meines besten Freundes sein? Das kommt doch gar nicht in Frage. Du kommst mit, punktum. Jetzt, wo dich alle für verrückt halten, kannst du dich doch völlig normal aufführen. Und wenn die Gouvernante doch noch kommen sollte, dann schicken Sie sie bitte zum Earl Mir nach. Ich habe veranlasst, dass eine Ponychaise bereitsteht. Da ich meine Tochter ohne die Aufsicht ihrer Gouvernante ziehen lassen muss, haben Sie, junger Herr Anwalt, eine sehr große Verantwortung. Ich werde mit Argusaugen wachen, Sir. Also dann, Eskadron, verrat! Sir, sind Sie wirklich willens, sich zu verloben? Darauf können Sie Gift nehmen, Petgift. Warum fragen Sie? Aus Gewissensgründen, Sir. In Anbetracht der durch Ihr verspätetes Eintreffen noch nicht anwesenden Gouvernante fungiere ich als Anstandswahrer. Jetzt habe ich das Recht, ja sogar die Pflicht. Ein Auge zuzudrücken, damit das Schicksal seinen Lauf nehmen kann. Ich gedenke, dies im wörtlichen Sinne zu tun, indem ich binnen kurzer Zeit von einer bleiernen Müdigkeit überfallen werde. Sodass ich mich zu einem Schläfchen genötigt sehe. Der Rest ist Ihrer Tapferkeit anheimgestellt, Sir. Gemacht, Petkin. Gemacht, alter Junge. Nein, sowas. Sieht es nicht süß aus? Entzückend. Na, antikisch. Ein Pferd müsste man sein. Oh je. Was ist? Es ist mir furchtbar peinlich, aber ich werde just von einer bleiernen Müdigkeit überfallen. Ach, Sie Ärmste. Sicher haben Sie wieder bis tief in die Nacht hinein gearbeitet. Ein guter Anwalt reibt sich auf im Dienst seiner Klienten. Würden Sie mich für sehr ungezogen halten, wenn ich mich ein Stündchen oder zwei hier aufs Ohr legte? Aber nein, wenn Sie so müde sind. Oh, gräßlich müde.
Wir werden in der Umgebung Lust wandeln, um Sie mit unserem Geplauder nicht zu stören. Der Himmel lohne es Ihnen, Sir. Schon wieder ein Sklave mehr. Hola, Nelly. Kommen Sie bitte. Haben Sie sich erschrocken? Ein bisschen. Warum sind Sie die ganze Zeit so schweigsam? Ich? Ach, bin ich das? Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. So kenne ich Sie nicht. Sonst waren Sie immer ganz anders. Sonst war es auch nicht so wie heute. Heute ist ein besonderer Tag. Ich meine, vielmehr, ach, ist das schwer. Heute sollte ein besonderer Tag werden, gewissermaßen. Sie verstehen, was ich sagen will? Offen gestanden, nein. Was habe ich befürchtet? Wohin ist eigentlich Ihr Freund Midwinter geritten? Nach Earlmere. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Nein. Was macht ihr denn dort? Dort findet doch unser Picknick statt. Wenn wir hier herumspaziert sind und tüchtig Hunger haben, dann fahren wir dahin und lassen uns von Osiris eine tüchtige Mahlzeit vorsetzen. Oh, ein richtiges Souper, Serb? Ja. Dass ich Ihnen das nicht erzählt habe. Nein, das haben Sie mir nicht erzählt. Ja, dann habe ich es vielleicht Ihrem Herrn Papa erzählt. Es ist wirklich, wirklich komisch, dass ich Ihnen das nicht erzählt habe. Ich finde, dass Herr Pettgift sehr schön das Waldhorn bläst. Ja, es kam mir auch so vor. Ich hätte nie gedacht, dass das Waldhorn ein so gefühlvolles Instrument sein kann. Herr Pettgift hat mich davon überzeugt. Ich habe mal Klavierstunden gehabt. Ist aber nichts draus geworden. Sie denken gerade an jemand, oder? Wie? Ja. Dass Sie das gemerkt haben, Fräulein Leroy. Stimmt genau. Ich habe auch an jemand gedacht. Wenn ich Ihnen den ersten Buchstaben des Namens von meinem jemand sage, sagen Sie mir dann auch dasselbe von Ihrem jemand? Gerne. Also, wie ist der erste Buchstabe? M. Und Ihre? Haben Sie wirklich M gedacht? Ja, ich schwöre es Ihnen. Ich habe A gedacht. Und jetzt müssen Sie mir aber auch sagen, wie viel Silben Ihr jemand hat.
sicher. Mit Winter. Ach, ich bin schon froh, wenn ich ihn am Örlmeer wiedersehe. Osias als Küchenchef. Das wird sicher ein Hauptspaß. Wahrscheinlich hat er schon die meisten Teller zerbrochen, was? Ach, er ist ein so lieber Kerl. Fräulein Nelly. Bringen Sie mich zum Wagen zurück. Ja. Ich habe mich wie ein Ochse benommen. Richtig dämlich. Ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Willst du dich eben ein andermal verloben? Ja, aber sie war auch nicht nett. Ich hätte es mir ruhig ein bisschen leichter machen können, statt mich ihre Überlegenheit fühlen zu lassen. Hat sie darauf bestanden, dass Pettgift sie heimfährt? Ich kann zu Fuß hierher latschen und dich abholen. Mach dir nichts draus. Es wird sich wieder einrenken. Ich lass dich dann mit dem Einspänner abholen. Ist nicht nötig. Mir macht dein Fußmarsch nichts aus. Ella, schau da drüben. Was ist denn? Siehst du denn nicht? Der Traum. Am anderen Ufer des Teichs, der voll Seelilien war, stand die Gestalt einer Frau. Wie aus dem Schilf gewachsen. Ach, dann mach du dich nicht auch noch zum Narren. Das ist die Gouvernante. Nelly Milroys Gouvernante. Ach, geh bitte du zu ihr. Ich kann jetzt niemand sehen. Sag ihr, sie soll wieder zum Cottage zurückfahren. Wollen Sie? Sind Sie stumm? Sie möchten bitte aufs Cottage zurückkehren. Und wer lässt mir das durch Sie sagen? Mein Freund. Ich meine, Herr Armadale. Nelly, was machen Sie denn hier? Ich war heute Nachmittag sehr hässlich zu Ihnen, Herr Armadale. Eben haben Sie mich Ellen genannt. Nelly. Ellen. Midwinter gefällt dir? Habe ich das gesagt? Nein. Aber ich spüre es. Spürst du falsch. Er ist nur der einzige von all den Leuten, die ich bisher kennengelernt habe,
der überhaupt erwähnenswert ist. Frau Milroy ist ein Albtraum. Der Major ist nett, aber ein Narr. Nell ist ein typischer Backfisch, verzogen und unausgegoren. Da wirkt Midwinter wie ein Mensch dazwischen. Mhm. Er ist ein Außenseiter. Wahrscheinlich ist es das, was ihn erwähnenswert macht. Und Armadale? Ich habe bisher keine 10 Worte mit ihm gesprochen. Er ist genau das, was ich mir an ihm vorgestellt habe. Eine Fleißaufgabe. Dann wird es Zeit, sie zu lösen. Höchste Zeit. Ich möchte nicht mehr lange dieses grässliche Wirtshauszimmer genießen. Ist das der einzige Grund für deine Eile? Amadeus hat sich mit dieser Milroy verlobt. Es war das Erste, was ich hier erfahren habe. Warum hast du mir das verschwiegen? Weil ich diese Verlobung nicht ernst nehme. Ach, nicht ernst. Man erzählt, dass Amadeus ein Fest geben will, um dieses Verlöbnis publik zu machen. Willst du warten, bis er die Kleine geheiratet hat? Diesen Ausdruck mag ich gar nicht an dir, Frau Oldeschow. Du, ich werfe mein Geld nicht zum Fenster hinaus, also antworte. Was hast du vor? Ich werde zeigen, dass ich eine Frau bin. Ah, die Witwe Cliquot. Wie geht es dir, Papa? Gut, mein Kind. Herr Pettgift ist ein großer Stratege. Oh, Sie übertreiben, mein Verehrtester. Dieser Stich ist allerdings meiner. Fräulein Milroy. Oh ja, ich komme. Wie ist es, John? Man scheint sich zu amüsieren. Gibt's wirklich eine Verlobung? Zweifelsohne. Ich habe ja immer gesagt, dass wir mit diesem Herrn Amadeus noch die merkwürdigsten Überraschungen erleben werden. Tür auf! Wollen ein Bild? Verzeihen Sie, wer hat mir erzählt, dass Sie Klavier spielen? Ich weiß nicht, wer Ihnen das erzählt haben könnte. Aber ich weiß es. Herr Midwinter, würden Sie uns die Freude machen und etwas zum Besten geben? Aber ich bitte Sie, das würde doch jetzt nur stören. Aber ich sehen, alle sind einverstanden. Ja, also nur, wenn Fräulein Milroy es gestattet. Oh ja, bitte, spielen Sie. Ich habe bestimmt nichts dagegen. Danke. Das ist sehr freundlich. Also, kommen Sie. Wenn Sie Noten brauchen, ich kann welche holen lassen. Nein, danke. Ich glaube, ich brauche keine Noten. Ja, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Fräulein Gwilt hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, uns mit einem Musikstück zu erfreuen. Was wird es sein? Albumblatt für Elise. Albumblatt für Elise. Von Beethoven. Ja, von Beethoven. Musik.
glaube, ich spreche in unser aller Namen, wenn ich sage, Fräulein Gwyllt, Sie sind eine ganz, ganz große Künstlerin. Danke für diesen unvergleichlichen Genuss. Ja, es tut mir leid, meine Herren. Entschuldigung. Nelly und ihr Vater, die... Entschuldigen Sie mich. Sie wollen uns schon verlassen? Sie wollen uns auf Französisch empfehlen. Nelly fühlt sich nicht wohl, die vielen Leute. Ich glaube, es ist alles ziemlich viel für Sie. Aber bitte lassen Sie sich nicht stören. Ich bringe Sie zum Bahnhof. Nein, ich möchte nicht, dass unser Verschwinden den Anlass für einen allgemeinen Aufbruch bietet. Ich komme mit, Herr Milroy. Nein, Sie bleiben quasi in Vertretung der Familie Milroy. Das ist ein dienstlicher Befehl, Frau Gwyllt. Noch viel Spaß, lieber Junge. Gute Nacht. Gute Nacht. Nett, dass er sie uns eine Weile gelassen hat. Darf ich bitten? Danke, Herr Arme. Bist du verrückt? Oder bist du schon so senil, dass du überhaupt nichts mehr im Kopf hast als deine läppische Uhr? Ach, bitte hör doch auf, mich zu beschimpfen. Was für eine verkehrte Welt. Deine Tochter kommt nach Hause und die Gouvernante feiert. Nelly wollte nach Hause. Weil sie die Schamlosigkeit dieser koketten Person nicht länger ertragen konnte. Fräulein Gwyllt ist weder kokett noch schamlos. Man hat sie aufgefordert, ein wenig zu musizieren. Sie hat's getan. Was ist schon dabei? Ah, sieh da. Du verteidigst sie auch noch. Das wird ja immer besser. Ich verteidige Fräulein Gwyllt nicht. Ich stelle lediglich Tatsachen fest. Ich habe allerdings auch etwas dagegen, dass Fräulein Gwyllt verunglimpft wird. Ja, weil es deine Tochter beleidigt wird, ist dir egal. Die Gwyllt ist schuld, dass Amadeus sich nicht mit Nelly verlobt hat. Von dieser sogenannten Verlobung höre ich heute das erste Mal. Ja, weil du dich für nichts mehr interessierst. Außer für deine lächerliche Uhr. Ob ich krank bin, ob ich leide und zugrunde gehe oder ob deine Tochter weint, was kümmert's dich? Mein Gott, was sind doch alles Hirngespinste? Wenn Armadil sich hätte verloben wollen, hätte er sich verlobt. Allerdings wäre ich wohl vorher in Kenntnis gesetzt worden. Ist doch einfach gegen jede Vernunft, dass Fräulein Gwyllt ihn davon abgebracht haben soll. Vielleicht durch ihr Klaviergeklimper oder was? Ach, Em! Ann! Komm, trink ein bisschen. Oh mein Gott, soll ich einen Arzt holen? Geh weg! Geh zu deiner Gwyllt! Lass dich von ihr trösten. Ann, bitte hör auf. Sie hat dich schon in den Klauen. Die Weiber waren immer deine Passion, ich kenne dich. Mir machst du nichts vor, du Heuchler. Wir haben eine Hexe im Haus, Abigail. Ja, Frau Milroy. Was weißt du? Mach auf, nimm mir, was du willst. Darf ich das haben? Was weißt du? Sie ist sehr nett zum Herrn Major. Und mein Mann? Der Herr Major ist auch sehr nett zu ihr. Das habe ich mir gedacht. Weiter, was hast du gesehen?
Er ist mit ihr im Garten spazieren gegangen. Sie hat immer Avancen gemacht, nicht wahr? Schone mich nicht, rede. Gehört habe ich nichts. Nichts Bestimmtes. Aber? Er hat ihr seine Uhr gezeigt. Kann ich den haben? Er passt zum Kleid. Nimm ihn, ich brauche ihn sowieso nicht mehr. Sie warten auf meinen Tod, das spüre ich. Aber diese rothaarige Schlampe kriegt ihn nicht, dafür sorge ich. Ich habe ihr gleich misstraut. Sie ist nicht, was sie zu sein vorgibt, sie ist eine Lügnerin. Und eine Hochstaplerin. Auf meinen Instinkt kann ich mich verlassen, ich werde es beweisen. Bring mir mein Schreibzeug, Abigail, schnell, hörst du? Ist das nicht die Milroysche Gouvernante? Gutes Gedächtnis, Papa. Flotte Person, was? Wie bezeichnet ihr sowas heutzutage, Junior? Na, ich denke, wir sagen, die Frau hat Feuer unterm Hintern. Und wie habt ihr es bezeichnet, Papa? Zu lange her, Junior. Schätze aber, wir meinten dasselbe. Zur Gesundheit, Papa. Nehmen wir die noch mit. Und die sehen sehr schön aus. Was bekommen Sie? 11 Pence, bitte. Fräulein Gwyn? Was für ein schöner Zufall. Die Gouvernante kauft ein? Ich helfe Abigail ein bisschen. Haben Sie noch zu tun oder sind Sie fertig? Fertig, Armadale. Sehr gut. Steigen Sie ein. Ich fahre Sie nach Hause. Oh, vielen Dank. Abigail, geben Sie den Korb her. Sag schon was. Was soll ich sagen? Aber du musst doch zugeben, dass sie eine wunderbare, kluge Frau ist. Ja, das ist sie. Eine wunderbare und kluge Frau. Trotzdem hast du anscheinend was dagegen. Du bist selbst Herr deiner Entschlüsse. Ach Gott, ich liebe sie nun einmal. Das ist mir verdammt ernst. Dasselbe hast du mir vor 14 Tagen von Nelly Milroy erzählt. Ach, das mit Nelly, das ist ein Irrtum. Flirt, kleine Liebelei. Ohne eine Lydia Quilt hätte ich das vielleicht nie bemerkt. Oder erst viel später. Jetzt weiß ich es. Stört es dich, dass sie älter ist als ich? Warum sollte mich das stören? Das sind ja auch nur ein paar Jahre. Schau, Nelly. Nelly ist ein kleines Mädchen, bei ihr bin ich mir immer ziemlich kindisch und albern vorgekommen. Damit Lydia ist es ganz anders. Sie kann fabelhaft zuhören. Sie macht es einem leicht zu sprechen, sie gibt einem Sicherheit. Selbstvertrauen. Bei ihr fühlt man sich wie ein Mann. Sowas wiegt den Altersunterschied mehr als auf. Wenn übermorgen ein drittes Fräulein so und so über deinen Weg läuft, wirst du sie wieder wunderbar finden und mir erzählen, dass der Altersunterschied zwischen dir und Lydia Gwilt eben doch ein allzu großes Risiko für dein Eheglück darstellt. Also nun mach mal einen Punkt. Ich liebe Lydia, falls du das noch nicht kapiert hast. Ich liebe sie wirklich. Mann Gottes. Entschuldige. Ich liebe sie so sehr, da
dass ich ohne Sie nicht mehr leben kann. Und Sie? Liebt sie dich auch? Ich glaube. Nachdem, wie sie sich zu mir verhält. Ach, wenn ich ihr einen Antrag mache, wird sie ihn bestimmt annehmen. Dann gratuliere ich dir. Ich muss dir auch etwas sagen, Ed. Ich werde dich eine Weile verlassen. Warum? Wieso denn? Ferien, Urlaub, Luftveränderung. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel gearbeitet und ich glaube, dass es mir gut tun würde, wenn ich, wie in alten Tagen, wieder ein bisschen auf Wanderschaft ginge. Wie lange? Wohin? Irgendwohin. Einfach so, der Nase nach. Aber du kommst zurück. Sicher. Ich komme zurück. Ja, und wann willst du gehen? Nachher, sobald ich meine 7 Sachen gepackt habe. Was, heute Nacht noch, bei dem Hundewetter? Der Regen und ich sind alte Freunde, Ellen. Adieu, Ellen. Na, geh schon. Du verrückter Kerl. Aber komm wirklich wieder. Hörst du? Ja. Unzustellbar zurück. Ich hab's gewusst. Vom ersten Moment an habe ich's gewusst, als ich die rote Hexe sah. Alles Schwindel und Verstellung, alles. Da wird sich ja arme Dale aber freuen. Ich halte nicht länger aus mit dieser impertinenten Person. Geduld, Nelly. Nur noch ein paar Tage Geduld. Papier und Feder. Ich werde an das Büro schreiben, das sie uns vermittelt hat. Ich will alles über sie wissen, alles. Und auch über diese Mandeville, die sie so himmelhoch empfohlen hat. Und dann schreibe ich an Herrn Armadale. Ein eigenartiges Briefchen, Sir. Ja, ich bin völlig ratlos. Aber ich bin auch ziemlich empört über die Verdächtigungen, die Frau Milroy dagegen Fräulein Gwilt vorbringt. Verdächtigungen sind ein starkes Wort, Sir. Ich würde auch nicht vorbringen sagen. Frau Milroy schreibt eine geschickte Feder. Davon einmal abgesehen sind es natürlich tatsächlich Verdächtigungen, die Frau Milroy vorbringt. Ja, was soll ich machen? Das werden wir überlegen. Wie stehen Sie zu Fräulein Gwilt? Ich werde sie heiraten. Fräulein Milroys Gouvernante? Soll das eine Kritik sein? Gott behüte, wie käme ich dazu? Eine Gouvernante ist eine Dame, die arm ist. Eine Herzogin ist eine Dame, die reich ist. Ich finde, das ist alles, was es zu diesem Thema zu sagen gibt.
sehr aufgeklärt und sehr lobenswert, Sir. Meine Frage hatte auch lediglich den Zweck herauszufinden, ob Sie über Fräulein Gwild Kenntnisse haben, die Frau Milroy nicht hat. Was für Kenntnisse? Nun, so wie Sie zu Fräulein Gwild stehen, werden Sie zweifellos über Herkommen, Familie, Vorleben etc. informiert sein. Nein, darüber weiß ich gar nichts. Gar nichts? Lydia, meine Fräulein Gwild hat mir einmal alles erzählen wollen, aber dabei sind ihr die Tränen gekommen. Habe ich sie gebeten, diese Dinge auf sich beruhen zu lassen. Dass sie viel Unglück in ihrem Leben gehabt hat, das konnte ich mir ja ohnehin denken. Außerdem hat sie mir versprochen, dass sie mir eines Tages alles Wissenswerte über sich erzählen wird. Und damit haben Sie sich zufrieden gegeben? Ja, das habe ich. Was ich wissen muss, das weiß ich nämlich, dass sie ein guter, ein edler Mensch ist. Es liegt mir fern, das in Frage zu stellen, Sir. Frau Milroy indessen deutet diesbezüglich starke Zweifel an. Aber die Gründe dafür liegen doch auf der Hand. Sie ist mir böse, wegen Nelly. Außerdem ist sie eine hysterische alte Frau, die jedermann die Nerven zerfetzt, sofern sie nur den Schatten einer Gelegenheit dazu sieht. Vielleicht. Bestehen bleibt jedoch, dass die Dame, die Fräulein Gwilds Zeugnisse ausgestellt hat, Frau Manderville, unter der angegebenen Adresse nicht bekannt ist. Etc., etc. Ja, ich leugne ja nicht, dass das merkwürdig ist. Aber es ist auch ziemlich niederträchtig, Fräulein Gwild deswegen gleich als Schwindlerin hinzustellen, oder? Ich lese nichts dergleichen in Frau Milroys Brief. Nein. Ich gebe aber zu, dass man etwas Ähnliches herauslesen kann. Das ist ein feiner Unterschied, Sir. Ich nehme an, Sie haben den Wunsch, Frau Milroys Zweifel ehemöglichst auszuräumen und eine eventuelle Verbreitung in der Öffentlichkeit zu verhindern. Naja, das habe ich allerdings. Das Einfachste wäre, Fräulein Gwild um entsprechende Erklärung zu bitten. Also, genau das will ich eben nicht. Käme mir ja direkt wie ein Polizeimensch vor, wenn ich es täte. Mein Kompliment für Ihr Feingefühl, Sir, aber dann bleibt nur noch ein Weg. Und der wäre? Frau Milroys Empfehlung zu folgen und Nachforschung in London anzustellen. Nachforschungen? Diskrete Nachforschungen, Sir. Ja. Können Sie mir dabei behilflich sein? Wir sind keine Detektive, Sir. Aber in Ihrem besonderen Falle, Junior! Papa? Wann wolltest du nach London? Morgen mit dem Frühzug. Passt es Ihnen, Sir? Ja, ja. Je eher, desto lieber. Fehlanzeige. Hey, gute Frau. Hier soll eine Frau Manderville wohnen. Manderville? Den Namen habe ich nie gehört, Sir. Macht nicht den hellsten Eindruck auf mich, das alte Mädchen. Wie wär's, wenn wir mal im Hause nachfragten? Ich werde bei diesem Doktor klopfen. Doktoren sind immer vertrauenswürdig, sagt Papa. Solange man nicht ihr Patient ist. Verzeihung, Dr. Downworth? Ja. Die Herren wünschen? In diesem Hause soll eine Frau Manderville wohnen. Manderville? Sind Sie sicher, dass es sich hier um keine Verwechslung handelt? Ganz sicher. Tja, dann muss ich bedauern, meine Herren. Der Name ist mir völlig unbekannt. Schade. Tut mir leid, meine Herren. Ich hätte Ihnen gern geholfen. Danke. Entschuldigen Sie die Störung. Aber gern geschehen. Guten Tag. Guten Tag. Oldershaw? Dr. Downward. Man kann nie wissen, ob man den Namen vielleicht mal brauchen kann. Alle hopp, zur nächsten Vorstellung. Eine Pleite auf der ganzen Linie.
Die Leute haben tatsächlich Freund Wild nicht vermittelt. Und stellen Sie sich vor, es ist gar keine Vermittlung, sondern eine Detektei. Aber wer hat denn dann Fräulein Gwild vermittelt? Ein Angestellter, der in die eigene Tasche gearbeitet hat. Sie sind ihm draufgekommen und haben ihn gefeuert. Der Bursche soll Malone heißen. Malone? Sie können den Namen gleich wieder vergessen, Sir. Stimmt nämlich nicht. Das haben die Leute inzwischen auch herausgefunden. Und wo wohnt der Kerl? Adresse unbekannt. Er ist irgendwo in London untergetaucht. Ich halte es für sinnlos, nach ihm zu stöbern. Tja, was jetzt? Das weiß ich im Moment auch nicht so recht. Ich denke aber, wenn wir wieder in Thorpe Ambrose sind, wird meinem Erzeuger bestimmt etwas dazu einfallen. Ja, hoffentlich. Jedenfalls werde ich an Frau Milroy schreiben, dass ich mit der ganzen Angelegenheit nichts mehr zu tun haben will. Zunächst einmal aber sind wir in London. Und ich glaube, es wäre eine Schande, wenn wir die Gelegenheit nicht benutzen, uns ein wenig großstädtisch zu amüsieren. Wie ich Sie so vor mir sehe, haben Sie entschieden eine kleine Aufmunterung nötig. Und mir wird sowas auch ganz gut tun. Vermutlich haben Sie recht, Pettgift. Ich fühle mich tatsächlich total niedergeschlagen. Tja. Hyde Park, Meister. Wir haben uns doch immer gut verstanden. Wenn Sie mir also etwas von Ihrer Frau zu sagen haben, so sagen Sie es mir. Was es auch immer sein mag, Ihnen nehme ich es bestimmt nicht übel. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Wild. Ich danke. Also, es ist Folgendes. Meine Frau hat einen Brief von Herrn Armadale erhalten aus London. Sie wissen doch, dass Herr Armadale nach London gefahren ist. Nein, das weiß ich nicht. Hat dieser Brief irgendetwas mit mir zu tun? Ja. Herr Armadale ist nach London gefahren. Meine Frau sagte mir, er sei dort gewesen, um Nachforschungen über ihr Vorleben anzustellen. Nachforschungen über mein Vorleben? Ja. Wie kommt er dazu? Ich habe keine Ahnung von ihm. Ich war selbst überrascht, als ich davon hörte. Meine Frau vermutet, es könnte im Zusammenhang mit der beabsichtigten Heirat geschehen sein. Jedenfalls ist sie um Referenzen gebeten worden. Sie hat das Vermittlungsbüro und den Namen der Dame gesagt, bei der sie vor uns tätig war. Frau Mendeville? Ja. Fräulein Gwild, was ich Ihnen jetzt mitzuteilen habe, das fällt mir nicht leicht. Das verstehe ich nicht. Frau Mendeville kann nur das Beste über mich berichtet haben. Ich habe ihr viele Jahre treu gedient. Das hat sie mir auch in meinem Zeugnis bestätigt. Ja, es ist mir äußerst unangenehm, Fräulein Gwild, aber offenbar ist das Ergebnis von Herrn Armadils Erhebungen nicht gerade das günstigste gewesen. Sie meinen, was mein Vorleben anbelangt? Ja. Ihr guter Ruf scheint in Frage gestellt, ja. Mein guter Ruf? Es ist mir schrecklich peinlich, Frau Gwild. Das ist unerhört. Frau Gwild, ich hoffe von Herzen, dass Sie imstande sein werden, diese Verdächtigungen zu zerstreuen. Aber solange dies nicht der Fall ist, sieht Ihre Frau sich außerstande, mich weiterhin zu beschäftigen. Das wollten Sie mir doch sagen, Herr Major. Ja. Im Übrigen möchte ich feststellen, dass wir alle, das Verhalten von Herrn Armadale aufs Schärfste verurteilen. Das ist nicht das Benehmen eines Gentlemen. Ich für meine Person möchte ihn hier jedenfalls nicht mehr sehen. Ja. Ich danke Ihnen, Herr Major. Ich nehme die Kündigung zur Kenntnis. Ich lehne es ab, mich jetzt hier zu rechtfertigen. Aber zur Zeit und Stunde werde ich es tun. Gründlich und gewissenhaft. Das wird man erleben. Der Weg zum Herrenhaus ist frei, Nelly. Für Sie immer noch Fräulein Nelly, wenn ich bitten darf. Aber noch sind Sie nicht Frau Armadale, Fräulein Milroy.
Keiner hat mich je beleidigt, der es nicht früher oder später bereut hätte, mein liebes Kind. Bitter bereut. Hör auf mit dem Gezänk. Nichts ist verloren, sag ich dir. So schnell werde ich das Feld nicht räumen. Hier im Ort werde ich mich niederlassen. Bescheiden. In einem kleinen Zimmer als Klavierlehrerin. Das gute Gewissen in Person, mitten unter diesen Spießbürgern. Und dann? Dann werde ich einen Brief von dir bekommen. Von dir als Frau Mendeville. Einen schönen Brief, liebe Maria. Einen Brief zum Herumzeigen. Man soll mich kennenlernen, Ellen Armadale und einige andere Leute. So schnell gebe ich nicht auf. Jetzt kämpfe ich. Sie sind es. Ich kenne Sie doch. Jawohl, ja. Ich hatte die Ehre, Ihnen auf dem Fest von Herrn Armadale vorgestellt zu werden. Felix Bashwood, mein Name, mit Erlaubnis. Bashwood? Jawohl, Fräulein Gwilt. Ich bin Angestellter der Anwaltsfirma Pettgift und Sohn in Thorpe Ambrose. Und warum verfolgen Sie mich? Verfolgen? Ich verfolge Sie doch nicht, um Gottes Willen, nein. Ich gehe Ihnen nur nach, sozusagen. Und warum gehen Sie mir nach? Weil Sie so schön sind. Und weil es mich unendlich glücklich macht, in Ihrer Nähe zu sein. Bitte, verzeihen Sie mir. Und ich musste Ihnen entgegenkommen, um das zu erfahren? Ja, vielleicht. Entschuldigen Sie aber, ich hatte nicht den Mut, es Ihnen zu sagen. Nein. Nein? Und warum nicht? Glauben Sie nicht, dass es für eine Frau auch schmeichelhaft ist, so etwas zu hören? Von mir? Sehen Sie mich doch an. Ich bin alt. Nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass Sie sich ein wenig vernachlässigen. Das sollten Sie nicht tun, Herr Bashwood. Ein Mensch, der ein so empfängliches, ein so junges Herz hat, ist nicht alt. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht bin ich noch nicht so alt. Noch nicht. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Wenn man so wenige Freunde hat wie ich. Echte Freunde. Es gibt Menschen hier, die mich vernichten wollen. Menschen, die Sie kennen, bei denen Sie ein- und ausgehen. Ich muss wissen, was Sie vorhaben, was Sie tun. Sonst bin ich verloren. Sind Sie mein Freund, Bashwood? Für immer und ewig. Auf mich können Sie sich verlassen, Fräulein Gwilt. Danke. Bashwood.
Herr Pettgift Senior, Sir. Schon da, Sir. Höre, Sie sind heute Morgen wieder eingetroffen? Ja. Hübsche Zeit in London gehabt. Ja, Ihr Sohn hat sich rührend um mich gekümmert. Bitte, nehmen Sie Platz. Zu sehr unter Dampf, Sir. Sie haben Frau Major Milroy geschrieben. Ja, aus London. Anstandshalber. Was haben Sie ihr geschrieben? Anstandshalber, Sir. Ja, nur, dass ich Ihren Brief zur Kenntnis genommen habe und dass ich im Übrigen mit dieser Angelegenheit nicht weiter befasst werden will. Weiter nichts? Nein, nichts mehr. Ich schwöre es Ihnen. Ein gerissenes Weib. Sie hat sie, wie es so treffend heißt, ins Messer laufen lassen. Was, Frau Milroy? Mich? Sie hat Ihren Brief aus London als Bestätigung ihrer Mutmaßung über Fräulein Gwilds Vorleben genommen und Ihnen diese Mutmaßung in die Schuhe geschoben und die Gwild an die Luft gesetzt. Können Sie mir folgen, Sir? Nicht so ganz. Schadet nichts. Wesentlich ist das Resultat, und das Resultat ist, dass die Gwild im Ort wohnt und sie nach Strich und Faden madig macht. Was? Sie macht mich madig? Und wie? Zum Exempel geht sie mit einem, ich vermute, bestellten Schreiben der obskuren Frau Mandeville hausieren. Es ist natürlich aufgegeben in Frau Mandevilles derzeitigem Wohnsitz im Ausland und rühmt natürlich von Herrn Gwilds Tugenden und Verdienste ganz ungemein. Sie stehen als der Ehrabschneider einer armen Gouvernante da. Die öffentliche Meinung ist gegen Sie. Sehr scharf gegen Sie. Populär sind Sie hier ja nie gewesen. Man erinnert sich noch an Ihre unsportlichen Ausdrücke über die Fuchsjagd und Ihre Neigung zu etwas fragwürdigen Verlobungen. Jetzt gelten Sie als der Mann, der überall Unfrieden, Hader und Zwietracht sieht und eigentlich nicht in unsere Geografie passt. Aber verflucht und zugeredet, das ist doch alles Unfug! Es ist die Lage, Sir. Hopsch! Wobei der Witz ist, Sir, dass Fräulein Gwild mich inzwischen besucht hat. Ach, sie hat Sie besucht? Wie eine Gipsmärtyrerin aus einem Devotionalienladen. Und? Was hat sie gewollt? Sie teilte mir mit, Sir, dass sie Ihnen keinen Vorwurf mache. Ihrer Ansicht nach seien Sie nur von anderen Leuten missbraucht worden. Ach. Aber das ist doch dann eigentlich wieder sehr nett von ihr. Nett, Sir. Diese Nettigkeit kann sie ruinieren, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Und zwar sehr bald. Hier wohnt ein eigenartiger Menschenschlag, Sir. Heute sind Sie verlästert und morgen können Sie gemieden sein wie ein Aussätziger. Und was sollen wir unternehmen? Alles unter dem Gesichtspunkt entweder Fräulein Gwild oder Sie. Und das wäre? Wir werden diese Dame beobachten lassen und die Nachforschungen über ihr Vorleben fortsetzen. Ich sage Ihnen jetzt schon, wir werden da ziemlich sumpfige Pfade gehen müssen. Gleich werden Sie noch behaupten, dass sie schon im Gefängnis war. Das würde mich nicht wundern, Sir. Und wenn es sich beweisen lässt, dann werde ich es beweisen. Fräulein Gwild, nehme ich an. Gewiss, Herr Pettgift. Schicken Sie sie nach Hause, Sir. Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Sagen Sie, Fräulein Gwild, sie soll sich noch gedulden. Jawohl, Sir. Sie wollen sie empfangen. Ich werde ganz sicher niemanden um Erlaubnis fragen, wenn ich es will, Herr Pettgift. Falls Sie das wirklich tun sollten, begehen Sie eine Torheit, wie sie mir in meiner langen Praxis noch nicht vorgekommen ist. Sir, ich war lange Zeit Anwalt am Schwurgericht. Ich kenne diese Sorte Frauen. Aber ich will nicht, dass man Fräulein Gwild nachspioniert. Ich hätte überhaupt nie mit diesen verdammten Nachforschungen anfangen sollen. Sie lieben Fräulein Gwild noch? Das weiß ich nicht. Erinnern Sie sich an das Haus, in dem Sie sich nach Frau Mandeville erkundigten? Ja, ja, nur zu gut. Wissen Sie, dass dieses Haus ein getarntes Bordell ist? Nein. Natürlich nicht. Aber ich weiß es inzwischen, Sir. Ohne Zweifel werden wir noch viele solche Merkwürdigkeiten ans Licht befördern. Ich will nicht, dass Sie ans Licht befördert werden.
Sie interessieren mich nicht. Sie müssen Sie aber interessieren, Sir. Fräulein Quilt tut mir eher leid. Wahrscheinlich ist sie mal in schlechte Gesellschaft geraten. Soll ich sie deswegen verurteilen? Nein, nein, sie ist wahrscheinlich nichts weiter als eine betrogene, unglückliche Frau. Ich habe Mitleid mit ihr. Ich habe Ihnen die Lage geschildert, in die sie sie gebracht hat, Sir. Vielleicht lässt sich mit einer offenen Aussprache etwas daran ändern. Gar nichts werden Sie durch eine Aussprache ändern. Im Gegenteil. Die Folgen werden fürchterlich und unabsehbar sein. Es ist Ihre Entscheidung, Sir. Aber ich beschwöre Sie. Lassen Sie Fräulein Gwild draußen. Da hinauf, John. Da hinaus, Fräulein. Herr Armendil bedauert, er ist beschäftigt.